ich bin Jura Domski und zusammen mit meiner Kollegin Sheila Gürtlich treiben wir hier diesen Data Space. Wir sind verantwortlich für Konzeptentwicklung, für Eventmanagement und so weiter. Im Allgemeinen ist der Data Space SAPs neueste Hauptstadtpräsenz und es soll ein Raum sein, wo inspirierende Menschen kommen, um sich über inspirierende Ideen auszutauschen. Und dies alles ist fokussiert auf digitale Transformation. Der SAP IoT Startup Accelerator ist ein strukturiertes Co-Innovationsprogramm, bei dem B2B-Gründer und SAP-Kunden an einen Tisch gebracht werden, um strukturiert Prototypen zu bauen, die einen Mehrwert beim Kunden erzeugen. Im Wesentlichen bietet der SAP IoT Startup Accelerator den Startups Zugang zu einer sehr breiten Kundenbasis von SAP, von über 300.000 Kunden, was es uns ermöglicht, zusammen mit dem Startup Schwerpunkte zu setzen für die Geschäftsmodellentwicklung. Von vielen Startups hören wir, dass sie schon bei verschiedenen Kunden waren und die erste Frage des Kunden war, und wie integriert das, wie funktioniert das mit den Systemen, die ich vor Ort habe? Und diese Systeme sind sehr, sehr oft von SAP, wo wir unterstützen können, da diese Verknüpfung zu schaffen. Und weiter geht's in Data Room. Und Data Room ist ein kreatives Workshop-Tool eigentlich. Was genau ist möglich? Wir haben, das ist erstmal Lasertechnologie gesteuert. Wir haben einen Workshop-Bench sozusagen. Und dann kann man da seine eigenen Bilder mitnehmen, PDFs und so weiter, oder auch Stichwörter zum Beispiel. Und dann geht man suchen mit diesem Tool. Dann geht man ideaten eigentlich. Und was dann passiert, dann wird eigentlich gesourced von verschiedenen Databases, was vorhin zusammengestellt sind. Und das ist ein Indirect Search. Also das ist das kreative Aspekt darin. Also alles, was man eingibt, ist irgendwie gelinkt an die Resultate, was auf die Wand erscheinen. Aber es ist indirekt und das ist eigentlich so wie ein Gehirn funktioniert, aber dann erweitert. Ja. Und so wie gesagt, Design Thinking ist das beste Beispiel. Da haben wir eine Ideation Phase, wo man Ideen entwickelt. So kann man zum Beispiel auf diese Workbread Moodboards zusammenstellen und kann man Bilder, was dann auf der Wand kommen, was interessieren oder gelinkt sind an dieses Suchergebnis, kann man auf der Workbench holen und dann damit weiterarbeiten oder weitersuchen und so weiter. Und letztendlich ist es ein innovatives Prozess, ein kreatives, innovatives Prozess. Ja. Also im Herzen vom Data Space befindet sich das Data Kitchen und das Besondere an dem Konzept hier ist, via Telefon oder Webseite, also mobil, bestellst du und bezahlst und wenn du dann hier reinkommst, hast du das Erlebnis, dass du direkt an der Foodwall dein Essen aus dem Monitorwand rausholst, wo dein Name draufsteht, die du aber wiederum öffnest via App. Du sparst dir halt die Schlangen, sage ich jetzt mal. Du sparst dir das Warten. Du wartest nicht auf eine Speisekarte, du wartest nicht, dass du beim Kellner bestellen kannst und dann am Ende wartest du nicht, dass du bezahlen kannst. Der große Unterschied zu anderen modernen Prozessen ist es, dass wir eine sehr hochwertige Küche haben. Das heißt, wir versuchen regionale Produkte aus Berlin zu bekommen, regionale Produkte zu verarbeiten, aber natürlich mit auch einem kleinen Weltcharakter-Atmosphäre drin. Was ich total genieße, ist, dass es zwar ein modernes digitales Konzept ist, aber dass unser Team wirklich es so drauf hat, dass du das gar nicht so wirklich spürst. Also du hast hier nicht einen hundertprozentigen Self-Service, wie in anderen Restaurants, wo du noch irgendwas zurückbringen musst, sondern du bist wirklich willkommen hier. Und ich glaube, dieses Kontrast zu schaffen, was modernes, digitales, mit aber trotzdem diese Herzlichkeit, das ist, glaube ich, was mir hier am meisten Spaß macht.